Herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV. Heute habe ich einen Gast im Studio, der schon vor etlichen Jahren auch durch die Presse und Rundfunk ging als der Waldmensch Öff Öff mit ehemaligem bürgerlichen Namen Jürgen Wagner. Und ich freue mich auf dieses Gespräch, denn Öff Öff ist diplomierter Theologe, so wie ich, und das wird ein spannendes Gespräch. Gleich bei Neue Horizonte TV. Du hast es geschafft, Öffi. Ich darf Öffi sagen, einfach auch wenn das manche im Westen mit öffentlichen Verkehrsmitteln gleichsetzen. Aber du hast gesagt, die dich dann schon mal kennengelernt haben, dürfen Öffi sagen. Du kommst jetzt aus Stadtallendorf, du kommst nicht aus dem Wald in dem Sinne, wie du... Gestern war ich dann. Gestern warst du im Wald, aber ich meine jetzt, du lebst nicht mehr im Wald. Du hast eine Zeit deines Doch. Lebens im Wald. Teils. Doch. Ja. Stell dich einfach unser Publikum selber vor. Ich habe es ja schon in der Anmoderation gesagt, dass du einmal Theologie und Philosophie studiert hast, auch, glaube ich, deine Diplomarbeit über Gandhi geschrieben hast, und eines Tages bist du ausgestiegen aus diesem System. Ja, der entscheidende Punkt war noch früher. Also eigentlich bin ich pubertär hängen geblieben, in pubertärem Idealismus hängen geblieben mit 13 Jahren, wo ich nämlich gesehen habe, dass all die Menschen um mich herum für seltsame Dinge leben. Mhm. Und das fiel mir so auf bei einem Sonntagsspaziergang, als ich auch erst mit jüngeren Geschwistern geplant hatte, was wir später werden wollen. Ne? Also welche Berufe, Häuser bauen, Frauen heiraten, Urlaub machen, Geld verdienen. Little Boxes. Ja, gibt es eine ganze Menge, was man da so machen kann. Ne? Briefmarken sammeln, aber heute sind das meist eher Fußballbilder. Ja, und dann hing ich so danach meinen Gedanken nach, als eigentlich die bürgerliche Zukunft schon so gut wie geregelt war. Und ich malte mir, wie das vor allem in der Pubertät mit diesen Fantasien so durchaus vorkommt, also nicht nur bei mir, malte mir so eigenwillig mal so aus, wie könnte es denn einem Menschen so ergehen, wie könnte der sich verhalten, der einfach friedlich sein will, für Frieden leben will. Statt nicht nur dem Krieg, sondern auch dem Ellenbogengehacke so gegeneinander um irgendwelche Vorteile. Und da schlug es das erste Mal bei mir ein, denn ich merkte, das ist ja was äußerst Wertvolles. Das ist nicht eine Illusion wie eine Kuh mit 10 Hörnern oder ein Marsmännchen, sondern man kann so sein, wenn man sich so entscheidet, wenn man sieht und wenn man sich so entscheidet. Und verbunden damit schlug dann ein zweiter Blitz noch viel, viel, viel tiefer ein, der alles abgeräumt hat quasi und mein ganzes Leben von einem Moment zum anderen umkrempelte. Als 13-Jähriger. Als 13-Jähriger. Denn ich stellte fest, dass ich durch Zufall auf etwas ganz Wichtiges und Wertvolles gekommen war, nämlich dadurch, dass meine Fantasie einfach in diese Richtung geschweift war. Hätte sie auch nicht tun müssen. Und dann hätte ich mein Leben lang vielleicht auch fürs Auto putzen und Geld verdienen gelebt. Und da war mir sofort klar, das ist die Katastrophe, dass wir Menschen nicht automatisch fürs Wichtige leben und dass wir da normalerweise glatt dran vorbeileben können. Und ich wusste auch unmittelbar, das will ich auf gar keinen Fall. Ich werde da auch nichts mehr dem Zufall überlassen. Und ich dachte darüber nach, wie kann ich das machen? Und kam auf ein Prinzip, ganz schnell auch, was ich bis heute als Kernprinzip vertrete. Ich nenne es das organische Denken. Und es läuft einfach nach dem Prinzip, immer auf die jeweils wichtigste Frage, die man finden kann, die bestbegründbare Antwort suchen. Das klingt jetzt vielleicht total selbstverständlich und einfach. Es klingt eher philosophisch, finde ich. Jedenfalls auch die Leute auf der Straße stimmen mir zu, wenn ich sage, ist doch nicht gut, wenn man für Unwichtiges oder Verkehrtes lebt. Also die Frage danach zu stellen, ist doch irgendwie nicht so fernliegend, ne? Dass man nach dem Wichtigsten und Richtigsten fragt, um nicht für Unwichtiges was und Verkehrtes im Moment zu leben. Nee, warum nur im Moment? Nee, also gerade als Theologen wissen wir, dass da alle möglichen Ebenen erfasst sein können, auch sehr allgemeine Sinn- und Moralmaßstäbe mit erfasst sein können. Das im Moment ist gerade das Verheerende wieder in unserer Konsumgesellschaft, weil da gibt es nur noch Momente. Und wenn man den Leuten Mitbestimmung anbietet, verstehen sie das wie Weihnachten. Das heißt, sie machen einen Wunschzettel.
Während wahre Mitbestimmung, zum Beispiel in einer Familie oder einem Familienbauernhof, würde so aussehen, dass man sich den Zusammenhang deutlich macht, in dem man da steht. Und was der Sinn der Sache ist und welche Werte nötig sind, um das Ganze so aufrechtzuerhalten oder was Gutes dafür zu tun. Nicht einfach nur ich will, ich will, ich will. Und wo ist der Briefkasten, wo ich meinen Wunschzettel reinschmeiße? Und das ist die Mitbestimmung. Sondern Mitbestimmung würde eine Reife bedeuten, in Zusammenhängen zu denken und für diesen Zusammenhang, am besten den großen Zusammenhang, dann auch entsprechend mitentscheidungsfähig zu werden. Und insofern, dieses Prinzip, immer auf die jeweils wichtigste Frage die bestbegründbare Antwort zu suchen, ist völlig offen und allgemein gemeint. Und es ist auch gut, glaube ich, für jeden Menschen, der sich daran erproben will, wenn er das nicht gleich wieder einengt mit, es muss ja nur auf diese Nische und den Splitter oder sowas bezogen sein, sondern es so auf alles bezieht, worauf es bezogen werden kann. Mhm. Und wo dann rauskommt, etwas ist das Wichtigste. Und da ist es richtig und gut begründet, das und das daraus abzuleiten, sollte man prüfen, ob man sich nicht dran halten möchte. Mhm. Denn bei mir, ich kann das ja mal grob skizzieren, so ein paar Fragen und Antworten, auf die ich gekommen bin. Die wichtigste Frage war für mich, was macht mich glücklich? Weil warum soll ich etwas machen, was mich unglücklich macht? Mhm. Damit ich weiß, was mich glücklich macht, muss ich eine Vorstellung haben von mir und meinen Bedürfnissen. Und da stößt man dann gleich darauf, dass das, also im Selbsterleben, aber auch von Biologie bis Theologie und Philosophie, eigentlich eine große Einigkeit hat. Der Mensch als das denkende Tier. Animal rationale, Homo sapiens oder in Theologie und Philosophie das Wesen mit der Vernunftseele. Frage ich mich, wenn das mein Wesen ist, was sind dann die Bedürfnisse? Vernunft ist die Suche nach Sinn, die denkende Suche nach Sinn. Am besten natürlich dann einen Sinn im Ganzen. Und die Seele ist das, was mit dem Leben verbindet. Also suche ich nach dem, was sinnvoll und lebensdienlich im Ganzen ist. Mhm. Modern gesprochen, ein global verantwortliches Leben. Global denken, lokal handeln, sowas, Nachhaltigkeit, ganzheitliche Nachhaltigkeit. Und wenn ich dann wieder frage, was ist das nächste Wichtigste, dann sehe ich der Mensch. Weil wir haben längst das Steuerruder hier in der Hand. Wir sind die höchstentwickelten Lebewesen mit unserer Intelligenz, sind wir die Steuerleute geworden. Mhm. Und von uns hängt Gedeih und Verderb des Gesamtablaufs ein ganzes Stück weit ab. Und wenn ich dann mit den Menschen mich beschäftige, was ist da wieder am wichtigsten? Nicht, dass die alle meine Lieblingsfarbe mit mir teilen oder sowas. Aber dass wir einen Grundeinigungsnenner finden, einen Minimalnenner für Verantwortlichkeit, für globale Verantwortlichkeit. Worin würde der bestehen? Na, dass wir diese Verantwortlichkeit überhaupt wollen und dass wir uns als gleichberechtigte denkende Lebewesen akzeptieren. Sprich, wir sollten gleichberechtigte Gemeinschaften bilden, die gemeinsam nachdenken, planen und entscheiden wollen fürs Wohl des Ganzen. Das nennen wir Konsensgemeinschaften globalen Teilens in Schenker-Bewegung oder Bewegung für ganzheitliche Nachhaltigkeit. Die Schenker-Bewegung. Genau, die habe ich nämlich 1991 dann gegründet, nachdem ich erst meine Schule als schuldhaften Umweg hinter mich gebracht habe, mit einem super Abitur, was meine Eltern dann zur Verzweiflung brachte. Mein Studium der Theologie und Philosophie, auch totaler schuldhafter Umweg, jetzt nach einer Woche aufgeben sollen, weil es alles nur bezahltes Geschäft mit Bildungswissen ist und keiner wirklich da so ein Überzeugungstäter ist, der jetzt aus der Wahrheit sein Lebensprogramm machen will. Mhm, mh. Kannst du das kurz mit dem schuldhaft, das war sehr plakativ, aber schuldhaftes Handeln, also was, wie kann man sich das vorstellen jetzt, dass, dass Schule und Studium quasi aus Schuld von dir getan worden sind. Ja. Geschuldet den elterlichen Erwartungen oder was meinst du damit? Schuldhaft im Sinne von, ich möchte mir zuschreiben, ich möchte mir eigentlich die Fähigkeit zuschreiben, die Mündigkeit, die Gestaltungsfähigkeit, dass ich es besser machen könnte. Dass ich es auch rückblickend auf die Vergangenheit nicht beschönigen will. Ich sehe mich immer auch in der Funktion, also wir haben alle Wirkung auf die anderen auch. Ich war als Kind und Jugendlicher auf der Suche. Ich habe nichts gefunden. Man findet noch nicht mal einen Menschen, mit dem man klar über solche Dinge reden kann. Nicht nur, dass man in der Schule nicht sowas lernt, wie auf wichtigste Frage bestbegründbare Antwort zu geben und ein mündiger Mensch zu werden, sondern rein dressiert wird in diese Jobkategorien oder die Vorbereitung der Jobkategorien. Fürs Hamsterrad. Ja, und das sogar bewusst. Ich hatte später Auseinandersetzungen mit staatlichen Ämtern, auch bei der Frage, was sind Zwecke für gemeinnützige Vereine, wo die direkt gesagt haben, fördernswerte Allgemeinbildung, das ist die psychische Grundstabilität und ein Allgemeinwissen, um dann die Spezialbildung
für Berufe oder sowas gut durchmachen zu können. Jegliche darüber hinausgehende Beschäftigung mit Sinn und Werten und Verantwortung und was weiß ich, sind persönliche Interessen. Nicht gemeinnützig? Nicht gemeinnützig. Ach nee, ist ja. Die haben zeitweilig versucht, einen Verein, der für Liebe und Schenken unter den Menschen eintrat, mit der Begründung von der Gemeinnützigkeit zu befreien, dass Schenken nicht gemeinnützig sei oder der Einsatz für Schenken nicht gemeinnützig. Ja, das ist de facto, ne? Keine Spinnerei. Ja, ja. Und das kann einem ganz viel deutlich machen. Aber bevor ich jetzt das mir im Schuldhaft noch genauer erkläre, sage ich nur noch den letzten Schluss, weil damit ist das gesamte Programm eben von Schenkerbewegung oder Bewegung für ganzheitliche Nachhaltigkeit im Kern dargestellt. Also ich war bei den Konsensgemeinschaften globalen Teilens als Grundprogramm von Schenkerbewegung oder Bewegung für ganzheitliche Nachhaltigkeit. Und das kann man natürlich auch so beschreiben, dass es darum geht, dass wir Menschen Menschheitsfamilie oder Menschheitsfamilien miteinander werden, die sich harmonisch in die große Gemeinschaft des Lebens der Erde, von Gaia, Mutter Erde, wie man das nennen will, integrieren. Ich nenne es auch gerne Menschheitsfamilie, die sich harmonisch in die große Lebewesenfamilie integriert. Also nenne ich das da auch in Stadtallendorf, wo ich mit meiner Frau ein Bildungshaus habe. Also da ist das auch so die Überschrift. Ne? Also Menschheitsfamilie, die sich in die große Lebewesenfamilie integriert. Jetzt zum Schuldhaft. Ich glaube, dass wir Menschen uns entwürdigen, wenn wir, was sehr beliebt ist, immer wieder sagen, ja, ich habe da was gemacht. Ob das jetzt schädlich war oder verantwortlich, ich meine, die meisten, sage ich dazu, machen sich diese Sorge ohnehin nicht, sondern die meisten suchen höchstens nach einem Gewissensalibi fürs Leben, spenden hier oder gehen mal 2 Stunden zu Amnesty International, um für den Rest ihres Lebens sagen zu können, da mache ich, was ich will. Also diese Konsumwillkür-Seuche, sich einfach nach Gefallen auszusuchen, statt nach Verbindlichkeiten, Verantwortlichkeiten oder irgendwas zu gehen. Wie ich sagte, Mitbestimmung ist dann ja den Wunschzettel abgeben, was man alles gerne hätte. Also das ist eine Vorstellung von Freiheit, die ist völlig illusionär und zerstörerisch, weil es die Splitterfreiheit ist. Ne? Das zerhauene Glas und die Splitter bleiben übrig und die fühlen sich frei, weil sie nicht mehr im Zusammenhang stehen. Also verheerend, diese Vorstellung von Freiheit. Und die meisten Menschen, wie gesagt, interessieren sich dann auch gar nicht da vorrangig für, ob ihr Leben im Ganzen verantwortlich auch wäre. Die handeln dann so nach dem Motto, ich mache, was ich will. Und wenn das auch gut für die Welt ist, dann Glück für die Welt. Und wenn das nicht gut ist für die Welt, dann will ich es aber trotzdem. Pech für die Welt, Pech für die globale Verantwortung. Ich glaube, dass wenn Menschen sich mal ehrlich prüfen, dass sie feststellen können, dass sie zu 80-90% von dieser Willkür, Individual, Konsumseuche geprägt sind, ich suche es mir nach Gefallen aus, und dass höchstens 5-10% in dem Rahmen stehen, so sich zu fragen, was ist der Zusammenhang und wie sieht es aus mit der Verbindlichkeit und der Verantwortlichkeit fürs Ganze oder so. Ja, und damit wieder zur Schuld. Ich glaube, dass ein Mensch sich stark macht und ein schönes Vorbild wird für die Jugend, wenn er sagt, ich möchte mich eigentlich wirklich als ein verantwortungsfähiger Mensch sehen. Und ich mache das auch nicht am Alter fest, mit 18 ist man mündig oder so, sondern ich mache das an den Maßstäben von Verantwortlichkeit fest, die in der Sache eine echte Reife auch dieser Art bedeuten. Und in diesem Sinne möchte ich sagen, also ich habe mit 13, ich habe es nicht alleine gemacht, weil ich eben keinen Menschen fand. Hätte ich einen gefunden, der es gemacht hätte, wäre ich mit 13, 14 auf der Straße gestanden, so wie dann später, mit 27, 24 der Schritt in eine gemäßigte alternative Gemeinschaft schon und mit 27 auf die Straße. Ich hatte zwar auch, jetzt nicht groß, dann diejenigen, die mich unterstützt haben, einer wanderte mit und nach ein paar Monaten wurde es ihm zu viel. Aber da war ich dann so weit, dass ich gesagt habe, so, Schluss. Wenn es kein anderer macht, ich habe es jetzt lange genug geprüft an der Schule und im Studium, wo mit diesen Fragen sich beschäftigt werden sollte. Und ich habe gesehen, es gibt kein Gegenargument oder keine ernstzunehmenden Gegenargumente. Also mache ich es jetzt. Ich möchte nicht erst im Altenheim sitzen und überlegen, ob ich noch meine Träume verwirkliche, also meine Gewissens- oder Seelenträume. Ne? Aber als Jugendlicher, da hat mir das gefehlt und ich hatte nicht den Mumm. Aber wenn ich rückblickend betrachte, ich hatte die geistige Orientierungsfähigkeit, und ich hatte eigentlich auch das, was auch die Entwicklungspsychologie
als postkonventionelles Bewusstsein beschreibt. Sag ich gleich noch was zu. Es ist gut für mich, für meine Vorstellung meiner Würde und Stärke und für das, was ich als Vorbild auch irgendwelchen Kindern und Jugendlichen vermitteln will, zu sagen, das hätte anders gehen müssen. Da möchte ich nicht sagen, ja, ich konnte nicht anders und ich war so alleine und es ist alles so schwer und überhaupt, wenn was passiert ist, ist sowieso passiert und Schicksal und so. Ich möchte, dass auch nicht dann für die Behebung der Fehler um mich herum geguckt wird. Mhm. Was muss man an den äußeren Umständen verändern, damit er sich hätte richtig verhalten? Sondern ich möchte, dass die Schrauben in mir gesehen werden. Dass nicht was verändert wird, auch ohne mein Bewusstsein und meine Zustimmung, damit es richtig läuft, sondern dass man mein Bewusstsein und meine Zustimmung und meinen Willen als die Instanzen sieht, an denen es liegt und über die auch die Veränderung gehen sollte. Also du als realitätserzeugendes Subjekt. Ja, als denk- und entscheidungsfähiger Mensch. Mhm. Und an der Stelle ist es, glaube ich, passend, wenn ich was zu dieser Reife noch sage. Denn, also das ist eine Schizophrenie in unserer Gesellschaft, auch die schreit zum Himmel. Ich bin da auch erst relativ spät drauf gekommen, weil ich mir das so gar nicht vorstellen konnte. Ich dachte immer, diese Reife, dass man nicht nur an sich denkt oder an seine Splitterinteressen, sondern nach dem Sinn im Ganzen sucht und dem, was dem Leben dient und dass das die Erfüllung der Seele ist und nicht so ein Konsumspaß, da habe ich mir gleich gedacht, das ist klar. Ne? Also für mich ist das klar, das ist Reife. Das ist Würde, das ist menschliche Entfaltung und nicht das andere. Ne? Ich kann mir dies oder jenes gönnen und hab's gut. Oder das ist die wahre Reife. War mir in der Sache klar. Und dann habe ich gemerkt, die Menschen um mich herum, die stehen ja eher auf Kriegsfuß mit so einer Dimension von Verantwortlichkeit. Und da habe ich mir gedacht, ja, da werden die sich das schon zurechtgeschustert haben, auch da in ihren Wissenschaften und politischen Theorien, dass die diese Reife eben nicht anerkennen. Und da war ich später ja erstaunt, also sowieso dann im Christentum. Ich habe in ein paar Wochen dann das Neue Testament durchgelesen und habe gesehen, also mit Jesus würde ich d'accord gehen. Mhm. Also das sehe ich als einen Aufbruch, auch vor 2000 Jahren, im Ansatz ähnlich auch bei Sokrates, der den einzelnen Menschen aus so mythologischen Zwangswelten und Anpassungen rausholen wollte in die eigene Mündigkeit. Vielleicht noch das mit der Entwicklungspsychologie. Ich habe aber später gesehen, nicht nur in der Religion gibt es dieses Motiv, sondern es ist der absolute Hammer. In der ganz sachlichen Psychologiewissenschaft, im Bereich der Entwicklungspsychologie, gibt es ein Konzept für die Verantwortungsreife des Menschen. Mhm. Ich war total baff. Lawrence Kohlberg hat im Anschluss oder in Zusammenarbeit teilweise auch mit Jean Piaget, der ist ja bekannt, mhm. weil er hat bei den Kindern ja auch die Entwicklungsstufen, ab wann können sie abstrakt denken, ab wann begreifen sie die Begriffe und sowas, ne? Mhm. Wann erkennen sie sich im Spiegel und so weiter und so fort. Also teilweise in Zusammenarbeit mit Jean Piaget, dann aber weiterführend, gerade unter dem Gesichtspunkt, was ist moralische Persönlichkeitsentwicklung und Reife des Menschen, hat Lawrence Kohlberg geforscht und ein Konzept daraus gemacht, in drei Stufen. Dieses Konzept ist ungeheuer oft angegriffen worden, aber in der Wissenschaft bis heute eigentlich anerkannt. Und ich beschreibe nur den Kern. Mhm. Die erste Stufe wäre so, wie man ein kleines Kind schreit, um Bedürfnisse befriedigt zu bekommen. Also unmittelbare Bedürfnisbefriedigung oder vielleicht noch tauschen und schachern, um das zu erreichen. Oder Strafen und so zu erkennen, ne, und sich darauf einzustellen, also sich da so durch zu jonglieren. Die zweite Stufe ist die konventionelle Stufe, die erkennt, es gibt Spielregeln in der Gesellschaft und es geht nicht nur um meine Bedürfnisse und den Tauschwert, sondern ich erkenne, dass da eine Struktur ist, also soziale Spielregeln, eben die Konventionen, das ist die konventionelle Stufe. Und der Mensch sagt, ja, die einzuhalten, das ist schon besser, als es nicht zu tun. Mhm. Er stellt sie aber nicht kritisch in Frage. Er funktioniert, weil er Spielregeln an sich als was ganz Nettes erkennt. Wir brauchen uns nicht lange Gedanken zu machen, wozu das im Dritten Reich oder unter anderen Voraussetzungen dann führen würde. Es ist eben die zweite Stufe, der konventionelle Bewusstseinsgrad. Und die dritte Stufe ist laut Kohlberg das Post-Conventional oder Principled Level. Und das ist ein Mensch, der hinter die Fassaden gucken will. Der sich sagt, die Missbrauchsgefahr oder das Falsche, wenn ich irgendwo blind hinterherrenne, hinter irgendwelchen Befehlen, Konventionen oder sonst was, ist zu groß, kann ich nicht machen. Das heißt, ich muss alle diese Befehle, Gesetze, Konventionen, egal woher die Impulse kommen,
ob es innerlich in mir ein Hormon ist, was blubbert, oder ein Befehlshaber, ein Herrscher von außen. Ich muss diese Impulse oder Befehle in Frage stellen und muss sie auf die Übereinstimmung prüfen mit Werten, vor allem mit grundlegendsten Werten, eben wie Verantwortung im Ganzen, allgemeinen Menschenrechten und so weiter. Und jetzt das Schizophrene. Man braucht nur irgendeinen Standardwerk oder schon der Wikipedia-Artikel reicht, den man aufschlägt über Lawrence Kuhlberg und sein Post-Conventional Level. Dann steht da, ja, er hat das erst als die eigentliche Verantwortlichkeitsstufe angesehen und das andere nicht. Und da gibt es auch gute Gründe für. Wir haben nur folgendes Problem. Die Entwicklungspsychologie versteht sich ja als empirische Wissenschaft, die mit Fragebögen rumläuft und bei den Leuten testet, also auch mit sogenannten Dilemma-Fragen. Nach welchen Werten gehen sie eigentlich, also wenn sie da Entscheidungen treffen müssen? Und sie können diese Stufe des eigentlich verantwortlich gewordenen Menschen so gut wie nicht erforschen, weil es diese Stufe so gut wie nicht gibt. Ich zitiere aus einem englischsprachigen Fachbuch. It seems that the real maturity of human beings is a matter of speculation. Es scheint, dass die wirkliche Verantwortungsstufe von Menschen ein Gegenstand der Spekulation ist. Und das macht uns, glaube ich, die Problematik, in der die Welt steckt, auf einen Punkt hin sehr deutlich. Du hast ja immer wieder global denken, lokal handeln, hattest du vorhin gesagt, das ist ja so ein Schlagwort des, wie hieß der, Club of Rome gewesen. Glaubst du wirklich, dass der einzelne Mensch die Ökologie, also die Lehre des Hauses, schon einer Stadt überhaupt überblicken kann, um wirklich diese Verantwortung, also sein permanent sein eigenes Handeln an, ich sag mal, aus der Sicht des Globalen, also ich kann dir offen gesagt, uns wird ja derzeit erzählt, dass CO2 ja ein ganz gefährliches Gas sei und hier zum Treibhauseffekt führen würde. Ich halte das für eine plumpe, platte Lüge. Aber Millionen von Menschen meinen, wenn sie CO2 einsparen, handeln sie global verantwortlich. Das heißt, gehst du wirklich davon aus, dass der Einzelmensch die Komplexität der wechselseitigen Abhängigkeiten, ja, ich will jetzt nicht das Fremdwort dafür benutzen, also die gegenseitigen Abhängigkeiten und Regelkreise schon in einem Ökosystem von einem Teich sind so komplex, dass ich als Einzelner kaum in der Lage bin, einen Eingriff, den ich da tätige, in seinen Konsequenzen abzuschätzen. Also gehst du da nicht von einem Ideal aus, das immer nur, dem man sich nur nähern kann? Also letzten Punkt natürlich. Also ich glaube nicht, dass irgendetwas vollkommen ist oder es gibt wenig, was vollkommen ist oder vollständig in dem Sinne. Dass ich zum Beispiel noch nie eine Zigarette geraucht habe oder keine anderen Drogen genommen habe oder so etwas. Das ist schon ziemlich vollständig so, also jetzt in meiner Lebensführung. Aber ansonsten glaube ich schon, Ideale und irgendwelche Maßstäbe, tolle Maßstäbe, die man sich wählt, werden so Annäherungswerte sein. Aber jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Dem Rest stimme ich überhaupt nicht zu. Weil ich glaube, wir stehen in diesen Zusammenhängen und es erzeugt ja auch Folgen. Das ist schon so, wenn man den Menschen nur als biologisches Wesen eben betrachtet, dann steht er in ganz komplexen Zusammenhängen. Und die Naturvölker haben früher schon zur Vorsicht dann aufgerufen. Die Erde, über die wir laufen, sind die Kinder, die zukünftigen Kinder, und das also ist sind die Körper unserer Ahnen und so etwas. Sieben Generationen wir können nicht vorher. Kommen, ja, wir können nicht kommen wie der weiße Mann, er raubt die Dinge in der Nacht und verschwindet dann. Und denkt, er kommt damit gut über die Runden oder so etwas. Ne? Diese lebendige Verbundenheit und ein damit verbundener Verantwortungsbegriff und ein Zurückhaltungsbegriff. Nicht einfach ausschlachten und für sich zum Vorteil nutzen. Ich würde die Beweislast völlig umkehren. Nicht die anderen haben zu beweisen, dass wir hier durch unseren Turbokonsum Schaden anrichten. Sondern wir hätten zu beweisen, bei künstlichen Eingriffen in die Naturzusammenhänge, dass sie schadlos sind, auch noch auf die siebte Generation und derartiges.
Das Vorsorgeprinzip, jeder praktiziert es in seinem persönlichen Leben. Wenn irgendwas nicht klar ist, wie riskant es ist, dann lässt man besser die Finger davon, wenn es um was Wertvolles geht. Ne? Mhm. Und insofern, also rein schon auch, wenn man mal das Biologische betrachtet, die biologischen Zusammenhänge, brauchen wir genau dieses Bewusstsein, dass wir da drin stecken. Und wenn wir merken, irgendwo etwas überfordert uns oder wir stehen davor wie der Zauberlehrling und wissen dann das Zauberwort nicht mehr, Zurückhaltung, Integration in die Natur oder natürlichen Lebensgrundlagen, wie sie sind, ohne sie künstlich zu verändern und ohne sich über die Folgen nicht Gedanken zu machen oder diese Folgen nicht tragen zu können. Mhm. Und das Ganze ist natürlich bei unserer komplexen künstlichen Welt noch viel stärker gegeben. Die Globalisierung des Geldes galoppiert. Da entstehen weltweite Zusammenhänge und keiner schert sich drum, können wir das denn in dieser Komplexität? Und es wird gemacht, weil es Geld bringt, weil es Profit bringt und so etwas. Aber wenn ich komme und sage, wir brauchen eine Globalisierung der Verantwortlichkeit, oh, da weiß ich doch die Folgen gar nicht. Kann ich doch gar nicht überblicken und sowas. Alle hängen mit drin, also gestattet diese offene Kritik so. Alle hängen mit drin und kriegen große Schwierigkeiten, die Komplexität zu begreifen, wenn es um die Verantwortung geht, haben aber so gut wie keine Schwierigkeiten, das komplexe System mitzumachen, als Mittäter, als Konsument, als Auftraggeber der Regierung, obwohl sie da ja die Zusammenhänge nicht begreifen. Und damit komme ich auch auf das Klimawandelproblem. Oder ich sage vorweg, ich verstehe den Menschen als Teil der Natur. Mhm. Und so etwas wie Zellen im Organismus, die können Krebszellen sein oder gesunde Zellen sein. Die brauchen aber auch gar nicht zu wissen, was in jeder einzelnen Zelle gerade an Einzelprozessen alles abläuft. Wodurch entsteht die Harmonie in einem Organismus? Nicht durch solches Splitter-Einzelwissen, sondern durch so etwas wie eine Lebens-DNA. Ein Zellprogramm, was als Programm in jedem einzelnen Element, genauso wie im Ganzen, gleichermaßen wirkt und Harmonie erzeugt. Dass das alles dann so aufeinander abgestimmt ist. Das heißt, wir müssten nicht alle Einzelheiten wissen. Mhm. Wir müssten vielleicht aber die DNA regeln. Mal erfragen. Und dies, das wende ich jetzt auch mal auf die Klimawandeldiskussion an. Die einen sagen, der Mensch ist der Mitverursacher dieses Klimawandels. Und ich zitiere Barack Obama, wir sind die erste Generation, die die Folgen des Klimawandels so richtig spürt und wir werden die letzte Generation sein, die daran vielleicht noch etwas Entscheidendes ändern kann. So, und was machen wir daraus? Was machen die Regierenden bei den Klimaschutzkonferenzen und so weiter daraus? Ist alles, wenn es so wäre, wenn das wahr wäre und keine Lüge ist, dann kann man den Leuten nicht sein Vertrauen geben. Mhm. Dann kann man sich von denen nicht vertreten lassen und das nicht so laufen lassen. Also jetzt kommt der nächste Punkt, die umgedrehte Brille. Dann sagen viele, auch von den Alternativen, also bestimmten Szenen der Alternativen, das ist nur eine aufgesetzte Lüge des Systems, damit die uns hier klein halten können, schröpfen können und neue Gesetze und was weiß ich über uns aufstellen können. Die lügen. Und ich gucke mir das an mit dem Blick, wie wäre der Mensch, wenn er als natürliche Zelle des Lebenszusammenhangs verstanden wird. Und ich gucke nicht auf all die Einzelheiten, sondern ich gucke erstmal auf so Grundprinzipien wie, wonach steuert er sich überhaupt oder von welchen anderen Menschen lässt er sich steuern? Und dann stelle ich fest, wenn es keine Lüge ist, dürfte man sich von den politischen Herrschaftssystemen nicht mehr steuern lassen, weil sie nicht ausreichend mit der Gefahr umgehen. Wenn es eine Lüge ist, darf man sich schon gar nicht von diesen Menschen steuern lassen oder denen sein Vertrauen geben oder sagen, ja, das sind halt die Herrscher, da mache ich mit. Denen gebe ich meinen Auftrag. Jeder Mensch, der seinen Personalausweis in der Tasche stecken hat, geht hin und ist Auftraggeber der Regierung. Das ist nicht einfach nur so ein kleines Zettelchen, womit man verwaltet wird. Juristisch betrachtet ist man Mittäter der Angelegenheit. Mhm. Juristisch betrachtet handelt die Regierung im Namen der Bürger, egal ob die gewählt haben und egal welche Partei die gewählt haben. Man setzt voraus, dass jemand, der die Staatsbürgerschaft hat, diese politische Grundstruktur, eben auch Mehrheitswahlen, akzeptiert und sein Ja im Namen der Bürger den Auftrag gibt, dass das geschieht. Und da sage ich dann müssen wir bei der Diskussion über den Klimawandel mal viel tiefer ansetzen und uns fragen, würde es nicht zu den DNA-Regeln gehören, die ein Mensch einhalten müsste, dass er seine eigene Steuerung verantwortlich gestaltet und sich nur davon anderen steuern lässt oder seine Steuerung teilweise abgibt, wo das hinreichend geprüft ist auf Verantwortlichkeit und davor bestehen kann.
Und dann würden nämlich alle die, die es sich bequem machen, ich sage das wieder sehr offen, auch mit der Diskussion um den Klimawandel, dann wird genörgelt an der Regierung, man sagt sich, na, dann brauche ich mich auch an andere Dinge nicht zu halten, dann kann ich machen, was ich will oder so. Die Alternative ist ja bei den Leuten nicht die Rückgabe des Personalausweises, sondern die Willkürspielräume. Dann sitzen eher welche bekifft in der Ecke und denken sich, ich kann mir auch aus dem Supermarkt noch was mitnehmen oder so, ne? Weil es ja eh eine Verbrecherbande. Dass wir rauskommen müssten aus der Verbrecherlogik und dass die Leute sagen müssten, nein, ich trete aus dem Staat aus, weil, egal ob gelogen oder nicht gelogen, den Leuten kann ich es nicht anvertrauen. Und ich muss dann suchen, wie kann ich mich zu einem Menschen machen, dem es anvertraut werden kann? Wie kann ich andere suchen, die überhaupt die Augen dafür öffnen und es machen? Wie kann ich mit denen Verantwortungsgemeinschaften und eine neue politische Struktur bilden? Das wäre der Schlüssel. Wenn wir jetzt morgen so leben wir alle so leben würden wie du es getan hast. Wir haben dich ja mal vor 5 Jahren schon besucht. Vielleicht kann uns die Regie da mal das einspielen, dass wir zumindest mal die Bilder sehen. Vor 5 Jahren in Stadt Allendorf. Da sehen wir deine Frau und deinen Sohn. Da im Winter, Dezember 2011. Das ist am Waldrand. Dort in Stadt Allendorf? Das ist ein gepachtetes Waldgelände, auf dem wir da aufgenommen werden. Da lacht er. Ja, klar. Das ist also hier entsteht jetzt wieder eine Jurte. Das ist ein Geflecht aus Ästen, wo dann Filzdecken drüber kommen und Matratzen dann unten. Und dann kann man darin leben. Das hält dann auch die Wärme so, dass man das gut überleben kann, auch im Winter. Also es ist alles möglich. Lebst du da auf diesem gepachteten Waldgrundstück oder hast du tatsächlich auch noch eine Wohnung? Teils, teils. Teils, teils. Also ich habe mittlerweile verschiedene Standbeine. Mhm. Also ich sag mal so, für mich ist Zuhause oder Wirkort daran zu bemessen, wie weit irgendwo freie Erde für freie teilende Menschen ist. Mhm. Ich verliebe mich nicht, was weiß ich, in irgendwelche Städte oder Landschaften oder Kumpels, mit denen man kegeln gehen kann oder derartiges. Sondern für mich ist interessant, inwiefern gibt es freie Erde für freie teilende Menschen. Dafür wirke ich und da bin ich zu Hause, in dem Grade, wie das existiert. Und die von mir gegründete Schenkerbewegung hat mittlerweile ja, also ich glaube, jetzt sind es sogar 4 oder 5 Vereine, davon auch mindestens 2 gemeinnützig, in Anführungszeichen, in Klammern noch, vielleicht auch für die Ewigkeit. Und es gibt bis zu 10 Projektstandorte, sage ich jetzt mal, oder Projektelemente, die versuchen, diese Ideale so ansatzweise zu verwirklichen. Also die du mitgegründet hast, aber wo die zu Schenkerbewegung gehören, genau, wo ich auch bei den meisten mit beteiligt bin, so an der Gründung auch beteiligt war. Aber es könnten jetzt auch, oder es sind zum Teil auch Projekte dabei, die sind überwiegend von anderen dann aufgebaut worden. Mhm. Die zählen das aber mit so dazu, zu diesem Geist, sag ich mal. Und ich demonstriere mal noch ein bisschen, was ich bislang, also auch alle paar Tage hier noch gemacht habe, nämlich, dass ich losgezogen bin und habe Wildkräuter gesammelt, die wir als Salat beim Mittagessen dann auch dazu gegessen haben. Also man konnte immer noch sich eine große Schüssel mit Kräutern so füllen. Das wird weniger, wenn es jetzt alles richtig zuschneiden würde und ganz stark kaputt frieren würde. Aber man staunt, was man da noch so alles finden kann. Der Sohn hilft mit beim Suchen nach den Kräutern. Und ich lebe ja seit einigen Jahren so, dass ich schon immer mal wieder im Jahre 2009 zum Beispiel zu über 90%, den Winter 2008-2009 zu 100% von selbst Gesammeltem aus der Natur leben konnte, leben kann. Und also zum Winter hin sind es überwiegend dann Früchte, wo man im Herbst sich seine Äpfel, Nüsse und sowas sammelt und wenn man die gut einlagert, kann man bis zum Frühjahr davon leben. Also ich esse die Äpfel dann so, dass ich alles mitesse, die Schale, das Kerngehäuse, die Kerne, die Reste von den Würmern. Also wenn man sogar ein Veganer sein will, kann man dann nur die braunen Überbleibsel von den Würmern essen. Da muss man noch nicht mal irgendeinen Wurm mit töten.
Das reicht dann, glaube ich, schon, um da ein ziemlich komplettes Nahrungsmittel draus zu machen, mit dem man über die Runden kommt. Die Schenkerbewegung, magst du, ne, du ihr schenkt, die Erde schenkt uns das, was wir zum Leben brauchen. Und dein Ideal, könnte man das, wir sollten eine Schenkkultur untereinander entwickeln, die jetzt sich von einer Tauschkultur unterscheidet. Ja, ja, ich meine, das dringt ja mittlerweile an vielen Stellen so durch. Franz Hörmann sagt, statt Tauschzwang brauchen wir gelebte Wertegemeinschaft und sowas. Also natürlich auch die Indianer, die haben protestiert, als ihre Pfeifen und Schwitzhütten verkauft wurden und haben gesagt, das hat uns Gott geschenkt, das müssen wir auch geschenkt weitergeben. Jesus sagt auch über seine Botschaft insgesamt, umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Ist auch eine richtige Logik. Aber vor allem ist das Schenken eben gemeint als Unabhängigkeit von Splitterrechnungen, Gegenleistung, konkreten Gegenleistungen, dass man das tut, auch gemeinsam mit anderen planen möchte, wo die Rechnung im Ganzen stimmt. Also das tut, was im Ganzen stimmig, verantwortlich ist und sich ins Leben integriert und sich dann nicht durch irgendwelche Splitterrechnungen von ablenken lassen will. Das sieht dann auch aus wie Schenken, weil jemand gibt etwas wegen dem Sinn und macht es nicht abhängig, dass er da gleich was zurückbekommt. Ist aber jetzt nicht Schenken, wie der Millionär seiner Freundin einen Rolls-Royce schenkt, sondern ist getragen von diesem Sinnbewusstsein, von diesem Integrationsbewusstsein in die Ganzheit der Welt und des Lebens. Aus diesem Sinn fürs Ganze oder globaler Liebe heraus, dann zu tun und zu geben, das ist das von uns gemeinte Schenken. Und es hat eben, ich kann es gut erklären auch, ich habe ja gesagt, man kann unser Kernprogramm auch so zusammenfassen, Menschheitsfamilien, die sich in die große Lebewesenfamilie integrieren wollen. Und ich werde später noch verweisen auf eine weitgreifende Initiative, die in den letzten Jahren entstanden ist mit prominenten Vertretern, wo auch die UNO teilweise diese Überschrift ein Stück weit mit sich auf die Fahnen zu schreiben beginnt. Aber das schiebe ich jetzt noch mal ein bisschen weg. Ich komme erstmal drauf, wenn wir sagen, dass es Menschheitsfamilien geben soll in der großen Lebewesenfamilie. Was bedeutet das denn? Was ist das Familiäre? Und dann stellen wir fest, und was ich jetzt sage, ist auch soziologisches Grundwissen, wir haben längst ein System zum Kapitalismus und Imperialismus. Die Familienstruktur ist die unmittelbare und naturgegebene Gegenstruktur zu diesem System. Eine Familie funktioniert nicht durch Gesetz, Bücher und Geld. Eine Familie funktioniert durch Identifizierung miteinander. Dass man sagt, wir sind eine Einheit, wir gehören zusammen, wir entscheiden unsere Dinge friedlich miteinander und wir teilen familiär oder geschwisterlich miteinander. Oh, ja, 50-50 oder halb Brüder nicht. Wir können in Liebe schenken. Liebe schenkt. Mhm. Und wenn man die Welt noch zur Liebe verändern will, wie radikal sollte man mit dem Schenken dann anfangen? Also dieses Prinzip ist es, worauf es da ankommt. Das ist gemeint. Und ich mache nochmal einen Bogen zurück zu dem, was wir vorhin hatten. Inwiefern ist der Mensch fähig dazu, also auch zu dieser Sinnhaftigkeit im Ganzen oder Verantwortung fürs Ganze? Ich wiederhole, aus meiner Sicht braucht er nicht alle Details zu wissen, die an all den Ecken geschehen. Er sollte sich aber fragen, was ist meine seelische Welt-DNA? Was sind die Regeln, die Grundstrukturen, Grundprinzipien so einer Welt-DNA, einer spirituellen Welt-DNA? Und dann würde er eben erkennen, zum Beispiel bei der Klimawandeldiskussion, ist gar nicht so wichtig, ob es wirklich so ist oder nicht. Im Zweifel sollten wir die Finger davon lassen. Und wenn die Regierungen, die wir haben, also die Steuerung, die grundlegenden Steuerungsprinzipien in unserem Leben sich an dieser Stelle anhand des Themas Klimawandel als nicht verantwortbar erweisen, müssen wir da umkrempeln. Dieses Ich steuere mich verantwortlich und lasse mich nicht von anderen steuern, die unverantwortlich sind, das gehört eher zu diesen Grundprinzipien dann der DNA, was man wissen muss. Und die Konsequenzen ziehen muss. Und dann passieren schon die ganzen vielen Detailzerstörungen überhaupt gar nicht mehr, die man dann auch nicht im Auge behalten muss, weil wenn man nur nach eigener verantwortlicher Steuerung geht und nur mit Menschen die Steuerung teilt, von deren Verantwortlichkeit man geprüfterweise ausgehen kann, dann muss man sich über solche Einzelheiten, wo da gerade wieder irgendwas weggerodet wird und das CO2 reingepustet wird, gar nicht so groß Gedanken machen. Also das ist die Familienstruktur. Nur der andere Aspekt noch, wo ich ja beim Schenken eben war.
familiäres Teilen und Schenken. Auch das sehe ich als einen grundlegenden Bestandteil, eine Struktur oder Prinzipien dieser inneren seelischen oder Welt-DNA. Dass wir eben wissen, wir können uns als Einheit fühlen, auch mit den Pflanzen und Tieren und der übrigen Natur, aber noch viel mehr natürlich mit unseren Artgenossen. Und wir können da endlich mal so liebevoll und verantwortlich miteinander umgehen, dass wir, wie es zur familiären Struktur gehört, friedlich miteinander uns einigen und entscheiden und liebevoll miteinander familiär teilen und schenken. Vielleicht sind bei unseren Zuschauern einige, die jetzt in einem Supermarkt an der Kasse stehen oder die Regale einräumen. Ich provoziere jetzt mal, wenn wir einander schenken, dann wird dieser Mensch sich eine andere Arbeit suchen müssen oder eine andere Betätigung. Menschen, die im Handel, meine Meinung ist, wenn wir miteinander Handel treiben, echten Handel in den Ländern, dann führen wir keinen Krieg. Ja, doch. Ich sage mal, die Beziehungen unter den Ländern sind durch Handelsbeziehungen gekommen. Nee, sondern durch Kultur. Also längst bevor Handelsbeziehungen entstanden, gab es kulturelle, traditionelle, religiöse Zusammenhänge, die auch die Menschen verknüpft haben. Das heißt, wir bilden uns da was ein. Also das Geld wurde ja von den Phöniziern dann schließlich erst erfunden. Und also, wie heißt der Gräber, glaube ich, da dieser Mensch, der da so ein Buch 5000 Schulden. Jahre Schulden oder Schulden. So geschrieben hat. Der hat gesagt, dieses Prinzip, man gibt, um was zurückzukriegen, dieses Tauschprinzip, das ist auf keinen Fall die ursprüngliche Wurzel. Mhm, das haben die zwar auch die Naturvölker gemacht, aber mit ihren Feinden haben sie so abgerechnet. Und untereinander und mit denen, an denen ihnen was lag, sind sie nicht so umgegangen, überhaupt nicht. Mhm, wir staunen sogar schon bei den Bonobos, also wenn wir die Verhaltensforschung betrachten, dass bei den Schimpansen schon es zum Teil diese faszinierende Fähigkeit gibt, Fremde zu beschenken. Und da eine Art von Offenheit, Verbundenheit oder Harmonie streben zu haben, was beeindruckend ist. Nee, also da dürfen wir uns gar nicht in diese Dressurschiene bringen lassen. Das ist wieder dieser Tauschzwang oder diese Doktrin, als wäre das unser menschliches Wesen. Der Homo economicus ist ein skrupelloser Verbrecher, aber nicht die Naturwesenhaftigkeit des Menschen. Sondern der Mensch ist Liebe und Verantwortung. Er ist das Ebenbild Gottes in dem Sinne, dass er die Welt mit den Augen des Schöpfers betrachten kann, wie bei den Indianern eben, dass er die Lebendigkeit sieht. Und da eben auch sieht, das ist er, der sich darum kümmert, der sich da integrieren kann. Nicht der rausreißt und davon profitieren will. Das ist die Pervertierung des Menschseins. Aber eine Schuldlosigkeit ist nicht dein Ziel. Natürlich, wie Doch. Ich schon sagte, man muss erstmal seine Schuld erkennen, um sich davon befreien zu können. Oder Schuld, viele Leute denken sich jetzt gleich wieder, ist jetzt Religion, die Kirche oder irgendwelche Instanzen haben einem da fremdauferlegte Schuldbegriffe drüber gestülpt. Ne? Meine ich natürlich nicht, sondern wie ich eben meine eigene Entwicklung ja schon beschrieben habe, wir können uns fragen, wofür wollen wir denn bitte schön verantwortlich gemacht werden? Weil da hängt nämlich auch davon ab, welche Fähigkeiten möchten wir bei uns anerkannt bekommen, dass wir die Schräubchen sind, an denen gedreht werden müsste, wenn was nicht stimmt und nicht um uns herum irgendwas ganz anderes. Und es kommt gar nicht darauf an, ob wir das verstehen oder wollen, weil wir werden gar nicht als die maßgebliche Instanz betrachtet. Ich will als die maßgebliche Instanz betrachtet. Ich will nicht, dass anderswo Schräubchen gedreht werden, um in der Welt was zu verbessern, sondern ich will, dass die Menschen den Weg über mein Denken und meinen Willen gehen und so mit mir gemeinsam die Welt verändern. Weil im Grunde genommen ist es diese größte Entwürdigung des Menschen, seine Souveränität, seine Selbstbestimmungsfähigkeit, sein Denken und seinen Willen nicht mehr als das Höchste und Kultivierenswerteste überhaupt an sich wahrzunehmen. Und dann kann man eben solche Souveränität eben auch, ich wiederhole das, weil es ein ganz wichtiger Punkt ist, nicht verschachern und nicht abgeben an Leute, die nicht geprüfterweise verantwortlich sind. Wer prüft? Du. Nein, ach. Nein, geprüfterweise, also Ich habe doch eben schon gesagt, es ist ein Riesenglück. Ich brauche es auch gar nicht. Also natürlich hätte ich auch sagen können, das sind Dinge, die kann jeder in sich erleben. Also dass man bitteschön Mündigkeit, die Fähigkeit selber zu entscheiden, sein Leben zu steuern, da muss man nicht in ein Buch gucken, um zu sehen, ist das was? Gibt es das? Ist das wertvoll oder so? Also wer da guckt und fragt, wer sagt mir was darüber? Ich weiß doch nichts, ne? Der ist wirklich arm.
Genauso wie diese familiäre Struktur. Jeder braucht es, sonst kommt er gar nicht ins Leben, dass so, ja, solche Strukturen wirken. Die Gesellschaft im Moment dabei ist, diese familiären Strukturen im Prinzip zu zerstören, ja, indem man die Kinder möglichst schnell in die Krippe gibt, ja, es den besser ausgebildeten Erziehern, ne, übermittelt und die Frauen sozusagen wieder ab in den Beruf, ja, damit, ja, damit ja nicht sowas wie eine familiäre Struktur entsteht. Richtig. Wäre ja auch die Gegenstruktur zum System. Eben. Und insofern, aber es gibt diese andere Entwicklung, also ich bringe das mal ein. Du hattest noch die UNE, das würde mich noch interessieren, was du hast vorhin angekündigt, dass die UNO ja, sich Teile... Ja, genau, da wollte ich jetzt auch drauf eingehen. Ja. Auch da war ich fasziniert von. Ne? Ich hätte mir die Schizophrenie der Gesellschaft nicht so offen vorgestellt, wie dass sie die Maßstäbe von Lawrence Kohlberg anerkennen. Genauso wie Demokratie. Ich sage das jetzt nur als Randbemerkung. Es ist dem jetzigen System durchaus bewusst, was echte Demokratie wäre. Das ist den Alternativen, die sich dabei im Montagsmahnwachen hinstellen und sagen, echte Demokratie, vielleicht noch gar nicht so bekannt. Ich war auch wieder baff, als ich das gefunden habe. Es gibt ein grundlegendes Bildungsprinzip, auch im jetzigen System, welches das Herz echter Demokratie darstellt. Das ist der Beutelsbacher Konsens mit seinem Überwältigungsverbot. Dass man einen Menschen, wenn man ihn als frei wählenden, mündigen Menschen ernst nimmt, nicht vor vorgefilterte Informationen stellen darf, ihm gar nicht also alle Alternativen zur Wahl stellen würde, sondern das so manipuliert, ne, und filtert, sondern der mündige Mensch, den man so ernst nimmt, der muss den Überblick über die zur Verfügung stehenden Alternativen bekommen. Ohne Zensur und Manipulation. Das ist in der heutigen Medienlandschaft fast unvorstellbar. Richtig, aber es ist ein anerkanntes Prinzip, des Staates auch und des Bildungswesens, dass das eigentlich die Behandlungsweise für mündige Menschen ist. Und jetzt komme ich eben auch zu der Schizophrenie, wie in unserer realen Gesellschaft mit dem Familiären umgegangen wird und was es aber auch für eine bemerkenswerte Gegenbewegung dazu gibt. Ich war auch frustriert, also ich habe während meines Ausstiegs immer geguckt, wo spielt sich in der Gesellschaft was ab, was jetzt auch solche Veränderungen vielleicht anleitet. Auch eine Brücke, ne, wo Leute aus dem System, weil Probleme sehen wir ja alle, wo Leute aus dem System auch mit Andersdenkenden, mit Alternativen gemeinsam da was anfangen könnten, anpacken würden. Und da gab es ja viel Frustiges. Ne? Also ich denke an Agenda 21, Rio de Janeiro, Umweltkongress und so. Lauter Pleiten. Ne? Zwar wurde gesagt, wir dürfen nicht nur auf die Technik bauen, dass die uns schon retten wird, wenn wir hier Mist bauen. Wir müssen auch die Wertefragen stellen und die Fragen nach dem Lebensstil. Aber ich weiß noch genau, wie ich mit diesen Agenda 21 Flugblättern rumlief. In Mecklenburg-Vorpommern war das, in der Stadt da, und geguckt habe, wo sind politische Ämter, wo sind Kirchengemeinden, wo sind Wirtschaftsvertreter, mit denen man jetzt hier ernsthaft über Wertewandel und Lebensstilwandel sich auseinandersetzen kann. Und in der ganzen Agenda 21 ist das ja stiefmütterlich oder väterlich total beiseite geschoben worden. Ne? Der technokratische Weg, wir machen uns keine Gedanken, der Mensch ist sowieso, wie er ist, ne? Die Technik muss uns retten. Das war das, was sich durchgesetzt hat und das andere in frustrierender Weise aufgegeben. Aber ich habe das dann so am Rande, während ich so meinen Aussteigerweg weiterging, solche Projekte halt versucht habe ins Leben zu rufen, die direkt zeigen, wir können so Menschheitsfamilie in Lebewesenfamilie sein. Während ich das immer weiter versucht habe zu leben und solche Projekte aufzubauen, stellte ich fest, ein paar andere Leute waren auch massiv frustriert von diesen Entwicklungen und fingen an, eine Gegeninitiative aufzubauen. Und zwar ist das die sogenannte Erdkarta-Initiative, die von prominenten Alternativen mit unterstützt wird, wie Gorbatschow, Dalai Lama, Jane Goodall, Befreiungstheologen wie Leonardo Boff beispielsweise. Und Gorbatschow hat das, glaube ich, recht gut auf den Punkt gebracht. Oder ich schicke eine Bemerkung von mir voraus. Wir Menschen handeln eben nicht mehr aus Instinkt. Ich glaube, alle, die darüber nachdenken, könnten sich einig sein, wir müssen erstmal wissen, was wir tun, bevor wir es gut tun können. Wir brauchen eine Sinn- und Werteorientierung, um unser Handeln dann auch daraus ableiten und entscheiden zu können, wenn es nicht blindwütig irgendwas ergeben soll. Nun hat die Menschheit aber bisher in der Geschichte
eigentlich kaum etwas getan in der Richtung, gemeinsam, also alle gemeinsam, Werteorientierungen zu entwickeln, mit denen man hier das Handeln der Menschheit in der Welt leiten könnte. Im letzten Jahrhundert fing das an mit der UNO, den Vereinten Nationen, und es entstanden so Werteorientierungschartas, die UN-Charta über den Umgang der Völker und Nationen miteinander, die allgemeine Menschenrechtscharta, die aus meiner Sicht schon enorm ist eigentlich, obwohl sie nicht vollständig ist, aber sie hat einige Grundprinzipien, die kommen auch schon quasi auf dasselbe hinaus, wovon ich so träume. Siehe Artikel 1, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren, sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollten einander im Geiste der Geschwisterlichkeit, also Brüderlichkeit steht da, das sagen wir mal feministisch einfach als Geschwisterlichkeit, begegnen. Wow, das wäre Menschheitsfamilie, wenn sie sich alle geschwisterlich begegnen, ne? Das ist, kann ich voll unterschreiben. Aber auch wenn man sich dann genauer anschaut, diese allgemeine Menschenrechtscharta, die beschreibt eigentlich nur einen Aspekt oder manche Aspekte der menschlichen oder zwischenmenschlichen Werteorientierung. Nämlich das Verhältnis des Einzelnen auch zur staatlichen Gesellschaftsstruktur. Das ist der große Schwerpunkt in der Menschenrechtscharta. Wobei auch da sagt sie aber dann sehr gut, das Artikel 20. Der Mensch hat das Recht, sich frei zu versammeln oder Gemeinschaften zu bilden. Und er darf nicht dazu gezwungen werden, aber einer Gemeinschaft oder Organisation anzugehören. Das ist das, was du 91 mit dem Personalausweis... Na, natürlich, natürlich. Ja. Wo ist der Staat so, dass er sich davon abhängig macht, ob man ihm frei zustimmt? Mhm. Wo ist der Gesellschaftsvertrag, der mit überzeugenden Verantwortungsargumenten uns allen vorgelegt wurde und wo wir im Sinne einer bewussten Entscheidung Ja gesagt haben? Und unsere Eigengewalt und Souveränität dem Staat anvertraut haben. Mhm. Und wo besteht die Freiheit, jetzt zu sagen, ich möchte aus dieser Struktur austreten? Also als ich da meinen Ausweis zurückgegeben habe, hieß es, ja nu, also das geht ja so nicht. Hier Reichsbürgergesetz so und so. Du kannst nur aus dem Staat raus, wenn du gleich zwei Staatsbürgerschaften hast, ne, oder eine annimmst, die muss dann aber auch schon bewilligt sein. So nach dem Motto, du kannst gerne ja von einem Staat in den nächsten gehen. Du kannst aber nicht aus der staatlichen Herrschaft als solcher dich verabschieden wollen. Wo kommen wir denn da hin? Das haben andere gemacht, ja. Ich habe es auch gemacht. Mhm. Und zwar indem ich gesagt habe, es ist nicht Sache eurer Gesetze, das zu entscheiden. Sondern ich bin ein Mensch und es handelt sich hier um von Menschen gemachte Organisationsstrukturen. Mhm. Ob ich als Mensch einer von Menschen gemachten Organisation angehöre, das entscheide ich. Und nicht die Organisation. Und ich brauche da auch nicht, ich greife das mal auf, was du vielleicht gesagt hast, ich halte es für eine fehlleitende Logik dann auch zu sagen, ich gehe jetzt hier aus der BRD raus, indem ich in ein deutsches Reich oder sonst etwas übersteige. Und da gibt es Formalitäten, die sagen, was weiß ich, Gesetze von 1914 oder so, wäre völkerrechtlich noch so weit gültig, dass ich damit einen Ausweg aus den Herrschaftsstrukturen finde. Ist ja gar nicht der Ausweg aus den Herrschaftsstrukturen. Ich wähle auch wieder. Ein Herrschaftssystem, einen Knüppel quasi, statt dem anderen. Ich brauche aber keine Knüppel wählen. Ich brauche keine deutschen Reichsgesetze, um aus den BRD-Entmündigungsgesetzen rauszugehen. Ich berufe mich auf meine Naturfreiheit. Ich berufe mich auf meine natürlichen Fähigkeiten, dass ich ein mündiger, selbstverantwortlicher und global verantwortlicher Mensch sein kann. Und das ist eine Überlegenheit gegenüber all diesen Splitteransprüchen, Legitimationsansprüchen, die da Staaten oder irgendwelche Herrschaftsaspiranten so anwenden. Aber ich komme noch mal weiter zu dem Hoffnungsgebenden. Ich war jetzt erst bei der Menschenrechtscharta. Also im letzten Jahrhundert fing das an, dass die Menschheit als solche versucht hat, sich eine Sinn- und Werteorientierung zu erschaffen. Mit sowas wie UN-Charta und allgemeiner Menschenrechtscharta. Aber selbst die Menschenrechtscharta ließ weite Bereiche des Zwischenmenschlichen ungeklärt. Und der ganze Bereich der übrigen Welt, die Natur, die Pflanzen und Tiere, Gaia, unsere Mutter Erde, dicke Leerstelle. Mhm. Und auch Agenda 21 oder so, weit entfernt, diese Lücke zu füllen. Und da haben sich halt die Leute, die sich für die Erdcharta engagiert haben, also Gorbatschow hat das direkt auch so ausgedrückt, haben gesagt, das soll neben der UN-Charta und Menschenrechtscharta eine weitere Säule werden für das Rechtsbewusstsein und die Orientierung der Menschheit. Und die Erdcharta erhebt diesen Anspruch. Sie ist ein Dokument, was sehr wertvolle Inhalte schon zum Ausdruck bringt. Und vor allem, was mich natürlich begeistert, wenn man sich anguckt, was ist denn das Grundmotto, was die Erdcharta auch anbietet als Sinn- und Werteorientierung. Und dann steht da, wir müssen endlich anerkennen, dass wir bei all diesen tollen Unterschieden, die wir auch haben, eine einzige Menschheitsfamilie sind.
Und dass wir uns zu integrieren haben, harmonisch zu integrieren haben in die große Gemeinschaft des Lebens der Erde. Mhm. Also genau das, wofür ich eben da schon seit 26 Jahren mit Haut und Haaren versuche zu leben. Und insofern, also die Erdcharta ist mittlerweile schon, also die ist im Sprunge anerkannt zu werden. Die UNESCO hat da auch in Bildungsprogrammen das schon aufgegriffen. Es gibt ansatzweise Beschlüsse, die das bestätigen, die Erdcharta. Es gibt in Deutschland hier offizielle, auch staatliche Bildungseinrichtungen, auch zuständige für Institutionen, für Schulunterricht und so, die aus dem Erdcharta-Material Schulunterrichtsstoff gefertigt haben. Es gibt Städte, die sich zu Erdcharta-Städten erklärt haben. Ich glaube, Portugal ist der erste Staat, der sich dieser Orientierung sozusagen untergeordnet hat. Also das ist schon ein Hammer. Das ist nicht mehr nur irgendeine Kleinigkeit, so freakig, wie man sagen könnte, der FF mit seiner Schenkerbewegung. Mhm. Mann, das ist doch irgend so ein abgedrehter Hippie oder so. Das kann man ja nicht ernst nehmen. Der nüchterne Ernst des Lebens ist Cash. Und hier der Kampf aller gegen alle oder Konsumspaß, wodurch wir frei werden. Nein, das ist nicht mehr so nur freakig und abwegig, sondern da entsteht eine Orientierung. Sie muss ja auch entstehen, wenn die Menschheit nicht untergehen will und hier vielleicht alles zum Zerplatzen bringen will. Es entsteht eine Orientierung, die diese Substanz hat. Und du bist sicher, dass du nicht der New World Order das Wort redest? Ja, bin ich, weil ich glaube, ich habe deutlich genug gesagt, mehr als all diejenigen, die jetzt hier auch von New World Order reden und dann hin sagen Klimawandel und so und kein Problem mit dem Personalausweis in ihrer Tasche haben und mit dem Geld, was auf ihrem Konto liegt oder so. Mehr, weit mehr als das, gehe ich bis an die Wurzeln. Die Frage eben, was ist denn Verantwortungssteuerung, auch eigene Verantwortungssteuerung? Was sind die sogar wissenschaftlich anerkannten Maßstäbe für Persönlichkeitsreife, moralische Persönlichkeitsreife? Wie können wir das umsetzen? Und ich gehe hin und ich erschaffe neue Sozialstrukturen, also auch die Projekte da in Schenkerbewegung. Die haben schon eine ganz andere Qualität. Also wenn man wirklich nur noch sagt, jeder Einzelne geht hin und übernimmt seine Verantwortung und erteilt sie auch nur noch mit anderen, wo das geprüfterweise auch globale Verantwortung ist. Ja, wer macht denn das sonst? Also auch all die Klimawandelkritiker oder so. Man braucht alleine gucken, wie fängt es dann an, wenn die ihre Partnerschaftskriterien dann auswählen? Geht das nach globaler Verantwortung oder dann danach, wer wem schöne Augen macht oder sowas? Oder mit wem man im Netz sitzen kann und kann da über Esoterik reden oder sich ein Pfeifchen ziehen? Also da ist es wirklich so, wir brauchen eine Umkrempelung, wir brauchen richtige Disziplin aus meiner Sicht, die da bis an die Wurzeln Disziplin. Auch nur gehen kann. Und eine Struktur erzeugt, die eine echte Alternative sein kann. Solange die sogenannten Alternativen so sind, dass die zwei Sätze, nachdem sie was gesagt haben, schon nicht mehr richtig wissen, was sie gesagt haben, und zwei Tage, nachdem sie irgendeine Zusage gemacht haben, sie schon nicht mehr einhalten können, also so wirre Flattervögel und sowas, was das häufige Bild des Alternativen ist oder des Esoterikers oder wie auch immer, solange kann ich die normalen Bürger verstehen, wenn die sagen, also da würde ich mich mit meinen Lebensbelangen aber lieber irgendeinem halbwegs soliden CDU-Menschen anvertrauen. Also wir müssen eine andere, höhere Qualität an Verantwortungsbewusstsein, an Steuerungsstrukturen, an Verbindlichkeit, an Verlässlichkeit, an Geborgenheit füreinander entwickeln. Und solange wir das nicht tun, haben wir keine echte Alternative und werden wir auch nicht die Durchschlagskraft bekommen, die es braucht. Das sind nicht gebildete Sesseldiskussionen, sondern das ist die Bereitschaft, in jedem Menschen dann wirklich auch Bruder und Schwester zu sehen und mit ihm zu teilen. Da kenne ich so gut wie keinen Geistlichen, der es macht, und ich kenne keinen aus den New World Order Kritikern, der es macht. Da ist die Substanz. Ne? Und wenn man mal dann von diesen oberflächlicheren Feindbildern wegkommt, in der New World Order Theorie stecken ganz tolle Ideen. Genauso wie im modernen Rechtsstaat, wenn man das mal auf seinen Grundansatz zurückverfolgt. Also ich kann nur sagen, New World Order hat genial die Dinge, ne, die du da auf dem Tablett bringst, integriert. Aber das Ziel ist absolute Kontrolle. Absolute Kontrolle eines Weltstaats. Und da sage ich, damit will ich nichts zu tun haben. Georgia Guidestones, muss man mal googeln, was da draufsteht. Ja, haltet die Weltbevölkerung unter 500.000 in permanenter Balance, 500 Millionen, Entschuldigung, unter 500 Millionen, wir sind bei 7 Milliarden, in steter Balance mit der Natur.
Ne? Schaffe Raum für die Natur. Ja, dann würde sie sagen, ja wunderbar, jetzt kann ich alles nur. Ja bitte, aber 500 Millionen, wie soll man denn da hinkommen und was soll daran gut sein, dass es nur 500 Millionen auf der Welt gibt? Also das sind schon viele Sachen, wo ich sage, da wird, wie bei den Freimaurern, der natürliche Wunsch nach Geschwisterschaft wird genommen, aber für ziemlich perfide Ziele. Sehe ich anders. Mhm. Und zwar in folgendem Punkt. Du hast Bush, Vater und Sohn, richtig, auf einer deiner Homepages oder Sites, ja, mit großen Reden. Über die New World Order. Da hab ich doch erstmal schlucken müssen, ja. Ja, aber sehen wir mal, das ist genau das, was ich meine. Solange wir Alternativen disziplinlose Haufen sind, die im Grunde genommen nur sagen, es ist doch genug für alle da, schafft die Reichen ab und wir gehen einfach in den Supermarkt und nehmen, was wir brauchen oder so. Ja, das ist natürlich Das ist aber sehr verbreitet und auch in diesen linkssozialistischen Ideen oder so. Warum haben die denn den Stempel, dass sie das Geld des Staates verprassen für irgendwelche tollen Sozialprogramme oder so und dann ist alles bankrott? Das ist ja nicht einfach aus den Fingern gesogen. Ne? Wir haben ja genug soziale Experimente oder so, die zeigen, dass das oft schiefgegangen ist, ne? Mit diesen Vorstellungen. Wir teilen mal alles. Ne? Wo es herkommt oder was die Ansprüche an den Menschen sind, das geht ziemlich unter bei dem großen Verteilen des Kuchens und so. Ne? Ich gehe mal aber auf die zwei Kritikpunkte, die du gebracht hast, bei der New World Order gerne ein. Ja. Lass es uns dann auch so ein bisschen abrunden dann. Ja, ja. Ja, das war der Herrschaftsanspruch, die Elite, die dann das Ganze bestimmt, ne? Also alles unter Kontrolle, hast du gesagt, und nur 500 Millionen. Und ich sage, was in den beiden Punkten aus meiner Sicht völlig richtig ist, habe ja schon gesagt, wir brauchen mal eine Orientierung. Wir Menschen können nicht blindwütig hier in der Welt weiter wirtschaften und sagen, über die Folgen im Ganzen, die Zusammenhänge, auch so etwas wie Grundstrukturen von Verantwortlichkeit, eine Welt-DNA und was das in uns, in unserer Seele bedeutet und was wir daraus zu machen hätten, da kümmern wir uns nicht drum. Nee, nee, wir brauchen Ordnung. Wir brauchen eine Weltregierung, sicherlich. Wir brauchen sie allerdings nicht in der Art und Weise, dass das an der freien Selbstbestimmung, der echten freien Selbstbestimmung der Menschen vorbei, wieder irgendeine Fremdherrschaft ist. Dann wird's verkehrt. Wir brauchen eine Demokratierevolution, dass für diese gemeinsame menschheitliche Orientierung und Ordnung, die unverzichtbar ist, dass wir dafür auch wirklich die basisdemokratische, die konsensdemokratische Grundlage uns erdenken. Das erbringt ein ganz neues Demokratieverständnis dann. Nicht nur, dass wir nicht mehr an Mehrheitsdemokratie glauben, ne? Weil wenn einer 10 Freunde hat und es würde da entschieden, 6 sind ja in der Mehrheit, können sich auch mit Gewalt gegen die 4 durchsetzen, hat die 4 am nächsten Tag nicht mehr als Freunde. Ne? Dass wir also viel mehr auf Konsens und friedliche Einigungsvorgänge Wert legen müssten. Aber ich gehe noch viel weiter. Die Demokratie der Zukunft wird Menschheitsdemokratie sein. Denn im Moment entscheiden Minderheiten über Mehrheiten, die sie ausplündern und schädigen. Wir brauchen Demokratie nicht als Stimmenzählen einfach, ne, wo jeder nur seinen Weihnachtswunschzettel hat. Sondern wir müssen, hat schon Goethe, glaube ich, gesagt, wir dürfen die Stimmen nicht zählen, sondern wir müssen sie wägen. Wir müssen eine wissenschaftliche Grundlage erschaffen für Entscheidungsfindung, wo solche Fragen elementar mit eingebaut sind, werden die kommenden Generationen dazu Ja sagen können? Oder noch krasser formuliert, werden sie damit überhaupt überleben? Wenn sie gar nicht mehr da sind, können sie auch nicht mehr Ja sagen. Das sind die wahren Mehrheiten. Und deshalb hätten wir nach Verantwortungsreife, Lawrence Kohlbergs Maßstäbe für Verantwortungsfähigkeit, da hätten wir die Wähler und die Politiker mit zu messen. Sie hätten sich wissenschaftlichen Prüfungen zu unterwerfen, genauso wie eben auch jede Entscheidung nach solchen Maßstäben bis in die 7. Generation ausgelotet werden muss. Und sonst hat das mit Demokratie, mit echter Demokratie, alles überhaupt nichts zu tun. Alles nur eine Scheinseifenblase, aber nicht im Sinne von, ja, dann schmeißt die Ordnung weg und wir haben keine Ordnung mehr, ne? Chaos und Willkür. Sondern im Sinne, dass wir eine tiefer verwurzelte und höher entwickelte Form von Ordnung brauchen. Auch im Sinne von Menschheitsorientierung und Menschheitsregierung. Also eindeutig sprichst du nicht der Anarchie. Doch! Ja, ich bin Anarchokommunist! Okay. Und zwar von Bakunin bis zu Tolstoi und Gandhi. Tolstoi war der Gründer des christlichen Anarchismus. Gandhi hat sich mehr noch als religiöser Mensch als Anarchist bezeichnet. Also Anarchien nicht herrschen. Ja, Anarchie ist Ordnung ohne Herrschaft. Anarchie ist nicht Unordnung. Aber New World Order ist absolute Herrschaft.
das hängt deswegen davon ab, wie man es versteht. Deswegen bin ich völlig irritiert. Na, ja? Warte. Ja. Gucken wir doch mal, was ist die Grundtheorie für die Herrschaft in der New World Order? Und ich gehe noch weiter. Was ist die Grundtheorie für Herrschaft in der im Begriff der modernen Rechtsstaatlichkeit? Und ich zitiere immer gerne die andere Seite. Also ich bin da total happy, wenn ich Leute, die eigentlich als meine Gegner angesehen werden, von mir zitiert werden können, weil sie grundlegende Dinge, zwar schizophren, aber in der Sache völlig richtig ausdrücken. Das Ganze geht zurück auf die rousseausche Vorstellung des Gesellschaftsvertrags. Dass der Einzelne, also nicht mehr einfach nur, indem jemand gekommen ist und hat ihm seine Selbstbestimmung geklaut, ne? Sondern der moderne Begriff von Rechtsstaatlichkeit sagt, das ist begründet, das ist zustimmungsfähig. Und zwar, der Einzelne gibt seine Eigengewalt an die Zentralgewalt ab, damit diese Zentralgewalt darauf schaut, dass dann nicht mehr mit der Keule gegeneinander so blindwütig gehauen wird, sondern dass das Recht zählt. Ich sage gerne Argumente statt Fäuste. Das heißt, die Legitimation der Zentralgewalt würde darin liegen, dass sie dafür sorgt, dass Argumente statt Fäuste Ordnung existiert. Ich zitiere wörtlich Angela Merkel: Wir brauchen eine Kultur, in der die Stärke des Rechts an die Stelle des Rechts des Stärkeren tritt. Das ist auch mit enthalten in den Theorien bezüglich New World Order. Ich würde dir ja noch zustimmen, wenn es wieder diese Schizophrenie jetzt ausdrückt, das sollte mal angewandt werden. Statt dass eben fremdbestimmte Leute von nicht nach Lawrence Kohlberg verantwortungsfähigen Herrschern bestimmt werden, müssten wir die mal wirklich alle fragen und mitentscheiden lassen, sie überhaupt auch bilden, also nicht in der Schule nur zu Job. Hamstern ausbilden, sondern zu sinn- und werteorientierten freien Menschen. Und die müssten hingehen und müssten eben da jetzt nicht solche fremdbestimmten und fremdbestimmenden Politiker wählen, sondern wir brauchen diese fundiertere Struktur. Ich wende es eben noch mal kurz an auf die 500 Millionen. Wir wissen doch alle, dass Überbevölkerung eins der Grundprobleme unseres Planeten ist. Da muss eine Ordnung entstehen. Das ist eine Grundbehauptung. Ja, dann sage ich dir sofort ein Argument bringen. Wir brauchen diese Überbevölkerung, damit wir uns neu organisieren, damit wir uns überhaupt bewusst werden, dass wir tatsächlich ein Organismus, ein großer Organismus, ist also nicht etwas zu bekämpfen ist, sondern etwas, was diesen psychischen und physischen Druck erzeugt, damit wir uns A als eins wahrnehmen und B als solidarischer großer Leib überhaupt betragen. Also ist Überbevölkerung kein Grund für... Ist deine Theorie. Ja, ich sage, dass einfach blindwütige Massenvermehrung oder hier jetzt auch in Deutschland, Flüchtlingsthema, einfach entwurzelte Menschen und sie dabei noch entwurzelnd durcheinander mischen, erzeugt keine Vertrauensstrukturen, sondern zersetzt Vertrauensstrukturen. Ja, ja. Und genauso ist die reine Massenvermehrung eher die Ursache dafür, dass dann nicht mehr genug Münder gestopft werden können, Sozialstrukturen platzen oder sowas, vor allem weil die noch Regulationen enthielten, auch in Afrika und anderen Gegenden. Die reine Aussage, die Masse wird uns am Ende zusammenschmieden oder zusammenschmeißen, bringt es nicht, sondern da müssten wir wirklich auch nach Qualität gucken und die Qualität fängt auch damit an, Verantwortung zu übernehmen fürs eigene Fortpflanzungsverhalten. Genauso wie ich nicht das Recht habe, maßlos zu sein in der Produktion, in der Konsumtion oder sonst was, so habe ich auch nicht das Recht, blindwütig und unkontrolliert und ohne Verantwortungsmaßstäbe mit der Fortpflanzung umzugehen. Also du wirst es bei den zwei Kindern belassen? Das noch nicht mal gesagt. Aber jetzt erstmal zum Grundprinzip. Zum Grundprinzip, ne? Ich bin der Ansicht, der Gedanke, dass hier auch eine vernünftige, freiwillige Geburtenplanung, und das ist nämlich das Konzept, was normalerweise nicht angewandt wird, ne? Die denken dann gleich, New World Order, wenn nur 500 Millionen, wie werden denn die anderen abgeschlachtet oder durch irgendwelche Verstrahlungen oder sonst was oder so, dann hier vom Planeten geschafft oder durch die Armutsschere so weggeschnitten? Ich sage, was wir brauchen ist, genauso wie in allen Bereichen des Lebens, eine Verantwortungsorientierung, ein Verantwortungsbewusstsein, was die Menschen leiten kann, den Einzelnen, die gemeinsam freiwillig liebeskommunistisch planenden Gemeinschaften und Politstrukturen, einschließlich der Frage, wie es aussieht mit Fortpflanzung und Bevölkerungsdichte hier auf dem Planeten. Wir könnten jetzt mindestens bis heute Abend hier auch weiter philosophieren. Du bist auf dem Weg zu deinen Projekten, die du besuchen willst. Ich glaube, in Mecklenburg-Vorpommern. Wird eine Rundreise und wir sind die erste Station. Ihr seid die erste Station. Okay. Ich kann da gleich noch vielleicht sagen, wo jetzt die Projekte mit genannt wurden.
Nicht, dass die Zuschauer jetzt völlig erschreckt sind und sagen, oh Mann, was der da beschreibt oder so, das ist doch so weit weg. Ne? Und genau, also um es konkret zu machen, auf welcher Homepage sollen sie als erstes gucken? Ist das Lilitopia, ist das Global Love EU? Da glaube ich, sind es ganz viele Links ja, drauf. Aber ne? Das ist ja gut. Von da aus werden die Leute verzweigt. Also insofern, also wer erstmal was lesen will und nicht vor so einer abstrakten Verzweigung stehen will, dem rate ich mittlerweile, den Wikipedia-Artikel und ich sage noch den Pluspedia-Artikel zu lesen, weil der Wikipedia-Artikel ist nach 7-jährigen Löschdiskussionen, glaube ich, überhaupt dann zugelassen worden. Okay. Und trotzdem wurden wichtige Passagen von blindwütigen, vandalistischen Löschern oder so, also nicht von den verantwortlichen Admins sogar, sondern solchen Löschkriegern, die da so sind, weggradiert. Meine Frau hat dann in Pluspedia einen ausführlicheren Artikel noch gemacht, wo auch diese Passagen drin sind. Da kann man sich ja so angucken, was wird an anderer Stelle weggelöscht und so. Also wer mit Fleisch und Blut was lesen will, den verweise ich auf den Wikipedia- oder Pluspedia-Artikel über Jürgen Wagner, beziehungsweise FF, kommt man auch dahin. Und ansonsten ist es wirklich diese Website www.global-love.eu, global-love.eu, steht auch auf meiner Stirn. Von da aus wird man verzweigt zu allem anderen. Und ich kann vielleicht noch sagen, es gibt noch eine Website, die den Schwerpunkt meines jetzigen Tuns auch noch beschreibt. Das ist nämlich diese verwilderte Wiese da am Rande von Marburg. Und das ist auch wieder dieses ganzheitliche Neuentwerfen der Welt. Lilitopia? Nee, Lilitopia ist diese Bildungswerkstatt. Ach so. Aber die verwilderte Wiese am Rande von Marburg, die ist wieder so, wie ich in Sachsen im Naturschutzgebiet gelebt habe da, ne? Also mir selbst so eine primitive Hütte gemacht habe und gezeigt habe, wie man aus der Natur leben kann und im Fluss sich waschen und sonstige Dinger. Und Realutopia ist so eine Wiese, die wieder diese große Vision so vorstellen will, wie das ganze Leben neu entwerfen. Wahrscheinlich ist das bekannt, es gab ja von Sat.1 diese Fernsehsendung, erst wollten sie es Utopia nennen, dann haben sie es Newtopia genannt, wo sie gesagt haben, das ist die Sensation der Fernsehgeschichte auch. Wir machen es einfach so, wir blenden das. Ne, diese Realtopia. Real-Utopia.de. Prima. Herzlichen Dank für deine Stippvisite. Das kam auch alles sehr spontan, aber sehr spannend. Liebe Zuschauer, ich glaube, Sie haben etliche Steine in diesem Gespräch gefunden, an denen Sie sich stoßen können. Aber auch Goethe hat ja mal gesagt, die Steine, die uns im Weg liegen, aus denen kann man was Wunderbares bauen. Ich fand es ein spannendes Zuhören. Ich hoffe, Sie sind wieder dabei beim nächsten Mal bei Neue Horizonte TV. Tschüss.